Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Digge, das ist der Ramses, das ist der Hannes. Grüß euch. Wir haben den super Plan gehabt, nachdem es heute schon wieder 1000 Grad sind, wir noch nichts gegessen haben, wir schon das Isarwasser, also die Isarmaß, das Isarwasser getestet haben, hier haben wir gedacht, um Zeit zu sparen, testen wir gleich noch heute die nächste Maß danach. Immer noch nichts gegessen, immer noch 50 Grad, aber wir haben ja keine Zeit, meine Damen und Herren, ihr wisst ja, wie bei Stefan Raab. Dazu hat uns natürlich, ist der Karton schon wieder falsch rum. Dazu hat uns der iScorpions natürlich wieder zwei Maßkrüge geschickt, gesponsert vom iScorpions. Die werden wir jetzt mal aufmachen, denn was wäre eine Maß ohne Maß? Das ist der Maßstab und deswegen legen wir das mal hier her. Und da haben wir dann natürlich einen 1 Liter Krug. Diesmal gibt es das Korea-Maß. Oder auch gesagt, die Keule Muschi. Kalt, ne? Es ist zwar nicht kalt, es ist kochend heiß, also es ist die brennende, die brennende Möwe, ne, sagen wir mal. Und das besteht eigentlich nur aus einem halben Liter Rotwein. Wir haben extra den edelsten Tropfen rausgesucht im Tetrapack von Wappenlese. Wappenlese Rotwein lieblich. Ein halbes Glas Rotwein und ein halbes Glas Cola. Wir haben jetzt extra die Spezial-Coca-Cola genommen, weil die schmeckt halt am lieblichsten. So, man kennt das eigentlich. Es gibt ja auch Dosen, da ist das schon so recht gemacht. Kalte Muschi, da ist das schon so drin. Es gibt auch hier Rocco, Rotwein-Cola gibt es ja auch alles. Okay. Deswegen hat es mich jetzt gewundert. Aber ich glaube sogar im Stream, als wir es darüber hatten, als wir es über Rotwein-Cola hatten und Rocco und die Katze, ne? Mhm. Da haben sogar Leute gesagt, das kenne ich als Korea. Und ich, wie, was Korea? Okay. Wie kannst du Korea ausschreiben, dass da Rotwein und Cola drin vorkommen? Geht gar nicht. Wir wollen das jetzt mal probieren. Obwohl man ja eigentlich weiß, wie Rotwein schmeckt und wie Cola schmeckt. Wir werden uns jetzt hier den halben Krug füllen. Da müssen wir natürlich wieder gucken, dass das passt. Also eine Korea-Maß mit einem halben Maß Rotwein. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Das ist, weiß ich nicht, was das ist. Ach, Hannes, das schäumt ja eh nicht. Da kann man auch einfach so machen und gucken, wie es bei dir ist. Genau. Wenn es bei dir auf der Hälfte ist. Und das sieht aus wie Kirschsaft. Ich lehne mich mal kurz an. Ja, ja, mach ruhig, du ruhig. So. 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 Ah, nee, warte mal, verdammt. Passt schon. Alles gut. Haben wir schon das halbe Korea zusammen? Ja. Wichtig jetzt natürlich noch die Cola, also dieses, das schwarze Limonade, ne? Wenn ihr immer sagt, das, ein gelbes Limonade, gibt es jetzt noch ein schwarzes Limonade. Stellen wir mal dazwischen hier, dass es gut aussieht. Das kommt jetzt noch oben drauf zum Auffüllen. Wundert mich, dass da gar kein Bier drin ist. Ich hätte wenigstens noch eine halbe schwarze da drin vermutet. Plus noch eine halbe Cola, plus noch einen halben und dann hast du 1,5 Liter und dann passt es gar nicht mehr rein. Und da können wir uns doch mal eine eigene Maß mal kreieren. Wir füllen das jetzt also auch mit Cola. Weil Pupsi sogar einen Cola trinkt, füllen wir das auch nur hier bis zum Ring auf. Das ist nämlich so komisch. Normalerweise, wenn das ein Liter ist und hier oben der Ring ist, dann müsste doch der Liter bei dem Ring sein. Da müsste ja, wenn man 500 Milliliter Rotwein reinpackt, es bei der Hälfte sein. Es ist aber ungefähr bei 60% und wir haben nur 40% Cola. Oder wo ist der Liter gekennzeichnet? Da ich dachte gar nichts. Ich dachte, der Ring ist. Da. Der Ring ist der Liter. Da ist ein Liter. Vielleicht ist es irgendwie noch ein bisschen mehr oder da so. Da steht der Liter. Ja. Müsste der Ring sein. Das heißt, der Rest ist zum Auffüllen von irgendwelchen anderen Sachen. Tja, von Kirschlikör und Blue Curaçao. Das konnte sein, ja.
Normalerweise hätte die ganze Flasche Cola jetzt hier reingemusst, weil das sind ja auch 500 Milliliter für jeden. Ihr seht, das passt nicht. Irgendwie ist immer mehr das erste drin als das zweite, obwohl man sich genau an die Vorgaben hält. Jetzt probieren wir mal ganz kurz dieses Korea-Maß oder das Schmangerl. Habe ich mir noch was zusätzlich geholt. Weil ihr wisst ja, selbst bei der selbst bei der Odelmaß haben wir dann extra zur Rotwurst noch Senf mit rein. Jetzt probieren wir mal, wie das so schmeckt kurz. Jetzt stoßen wir mal kurz an. Der Hannes trinkt hier alles. Prost. Jetzt schauen wir mal erst einmal. Riecht wie Rotwein. Wie das ausschaut, gell? Ach so, du willst wunderbar. Du willst es wegwerfen, ja, oder was? Genau, so ganz fertig. Boah. Der schmeckt schon mehr als lieblich. Mehr als lieblich? Ja, nein, ich bin nicht so ein Weinfreund, gell? Aber das haut trotzdem gut rein. Der harte Hannes, der trinkt immer alles und jetzt macht er sowas. Nein, ich trinke schon, das ist kein Problem. Das ist deswegen haben wir uns gedacht, weil wir von der Schneemaß nämlich immer noch was davon übrig haben, was das ist, könnt ihr selber lesen, kann man ja den Rest. Der ist jetzt hier noch drin, kann man den Rest ja auch noch verwerten. Wir haben sogar Pupsi noch eine Schneemaß gemacht jetzt. Ja. Die liegt gerade zu Hause im Bett nach der Schneemaß. Obwohl von der Schneemaß noch 80% über sind im Glas. Und ja, die Isomaß hat sie auch schon probiert gehabt, gell? Ja, die durften wir auch schon trinken. Ja. Mensch Hannes, da haben wir ja aber heute schon wieder 10 Isomaß getrunken. In dem Sinne. Wenn der Hannes weg ist, sieht es wieder anders aus. Da gibt es wieder dann einmal im Monat, einmal in der Woche. Machst du da für Moves? Nach oben ziehen wieder. Ah ja, das geht. So. Zack und fertig hier. Das sieht aus, als würdest du Angst haben. Aber ich mache hier von meinen Verrenkungen, gell? Ja. Ja, der Hannes, der verrenkt sich. Ja, ich verrenke mich. So, tun wir jetzt mal so da rein, dass das noch aufgefüllt ist. Na ja, komm, egal. Ja. So, bitteschön. Dann wird nämlich alles verwertet. Nicht, dass ihr denkt, da wird immer was weggeschmissen oder wird irgendwas verdüdelt. Ja. Habt ihr auch schon mal Rotwein-Cola getrunken? Schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr Rotwein-Cola aus den Dosen? Rocco, Rotwein-Cola. Oder kennt ihr Kalte Muschi? Oder kennt ihr das wirklich als Korea-Maß? Man kann theoretisch alles in Maß trinken. Ja? Kannst ja auch eine Dose Suströmming aufmachen, den Saft abfüllen und dann im Maß trinken. Die Suströmming-Maß. Ja. Lässt halt den Fisch raus und füllst nur das Wasser ab. Boah, das ist ja wirklich nervig hier, dass das immer zu Hundersack. Musst du Kaugummi ranschmieren. Ich sage, probier nochmal. Jetzt hauen wir nochmal rein. Komm. Die klare Korea-Maß. Prost. Das müsste der Diddle sein. Die klare Korea-Maß. Ja, das ist schon ein wenig besser. Ist besser, ganz genau. Das ist schon besser. Es verdrängt ganz leicht nämlich den Rotweingeschmack. Ja. Es gesellt sich zum Cola-Geschmack. Es bildet ein Tag-Team. Dann sehen die, der andere hat gar keinen Tag-Team-Partner. Dann ist es ein Handicap-Match. Aber wir sind auch zwei. Das heißt dann 4-1. Und dann hat die Rotwein, die hat gar keine Chance. Und deswegen machen wir das. Ansonsten war es das von unserer Seite aus, glaube ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und ich sag nochmal Prost. Pfiat's euch, gell, pfiat's euch. Dann hauen wir nochmal rein, gescheit. Pfiat's euch, pfiat's euch. Boah. Boah, das haut rein. Ja. Da kann schon ein Zug drauf. Ja. Ich sag's immer wieder. Ich kann kein Maß trinken. Da leidet immer das ganze Hemd. Da kann man gleich den Mund mit abputzen. Ein Maß müssen wir aber noch testen. Aber das nicht mehr heute. Da habe ich das auch wieder an. Der Jean Reno, guckt euch den an. Gut war's.